Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dragon Quest Monsters. Jo, beim letzten Mal sind wir hier in einen neuen Bereich von Nadiria eingetreten. Den Kreis der Oberum im mittleren Rang. Da wollen wir auch heute ein bisschen weiter erkunden. Aber eine Sache, die ich jetzt mal vorher machen will, ist, dass wir mal ein paar Synthesen nach längerer Zeit mal wieder machen. Vor allen Dingen bei unseren Leuten wie unseren Star Lima, der auf jeden Fall mal ein Upgrade gebrauchen könnte. Ich habe jetzt mal die ganze Liste hier durchgesehen. Also momentan können wir unser aktuelles Team nicht sonderlich stärker machen. Wir könnten allerhöchstens Kai mit den Abracadabrador verbinden und daraus einen Metalldrach machen, der ein bisschen stärker wäre. Aber ganz ehrlich, gucken wir dann lieber doch noch weiter, ob wir was Stärkeres noch finden und eine bessere Fusion dann hinbekommen. Oh, hier unten sind zwei Kisten neu erschienen. Noch nicht geöffnet. Vergrößerungssamen. Kleinerungssamen. Was soll ich denn damit? Also die sind doch bestimmt hier hinten. Was für einen Vorteil hätte ich davon? So, da sind wir jetzt hier draußen. Da unten ist noch ein Ei, das wir einsammeln können. Denk mal, die Jahreszeiten bedingten Monster haben wir jetzt schon gesehen hier. So mehr oder weniger. In der Richtung ungefähr. Da oben liegt ein Ei. Notkarte. Das Gute ist ja, wir wissen seit der letzten Folge, dass hier auch Metallschleime rumgeistern. Ich denke mal, da komme ich erst im Winter rüber. Wie das Ruh ist direkt da vorne. Ich denke, die ganze Zeit hier verstecken sich irgendwelche Monster zwischen den Blumen. Ich denke, das die ganze Zeit. Ich muss jetzt nicht wirklich darauf warten, dass sich die Jahreszeit ändert, ne? Okay, dann auf nach Baumhausen, würde ich sagen. Look at everyone smiling. Oh, what a peaceful village this must be. In the subtle still of dark, a fleeting paradise glimpsed. From afar it wends its way, the gift of first light. I'm glad you decided to come. Welcome to Dunmorlin, a paradise for monsters meek and weary. I am duty-bound as protector of this wondrous haven. I suspect this monster has come seeking refuge from another part of Nadiria. You must have been through so much, but it's all right now. You're safe here, I promise. Idyllic, isn't it, this village? A place where any monster can come and live in peace and prosperity.
As for you, I couldn't help but notice. The trust you share with your companions is remarkable. Ideal, even. I have ideals too and would love to share them with you. But first we must take care of Wormsworth, the dragon I spoke of earlier. Did you see the great mountain to the south? That's Mount Schellenbach. Go there, and you will find Wormsworth in Grimglow Cave. It won't be an easy fight, which is why I'd like to lend a hand. What do you say? Thank you. I am honored. I will await you on the path at the foot of the mountain once you are ready. Seek audience, warrior, afore the gloaming dragon. Steal thy gaze upon his dark. Pierce him with thy light. Der Typ ist echt mysteriös. Lass uns aber kurz noch hier umschauen. Bestimmt ist hier irgendwer, mit dem ich Synthese machen kann. Fieslinge findest du überall. Muss nur lange genug suchen. Obwohl, die Fieslinge kommen eher zu dir, leider Gottes. Hier sind echt wenig Monster zu Hause. Aber hier hinten sind noch mal zwei Vasen. Hallöchen, Schleim. Nee, als ein Macho würde ich ihn wirklich nicht sehen. Er kommt mir aber fast wie ein Scheinheiliger vor. Als ob er nur so tut, als wäre er so gutherzig. Das wissen wir doch eigentlich. Und hier ist echt keiner, mit dem ich Synthese machen kann. Hab jetzt mit allen wichtigen Leuten geredet. Na gut, dann, ich sehe da, glaube ich, noch eine Vase, oder? Nee, war nur Wand. Dann wieder raus. Hier im Süden ist noch was. Ich kann hier mit dem Blümchen reißen. Genau in die fleischfressenden Pflanzen. Und Jahreszeitenwechsel. Oh, der See ist ausgetrocknet, tatsächlich. Ich dachte, ich bräuchte eine andere Jahreszeit dafür. Na gut, da können wir den da bekämpfen. Ein paar Feuerfratzen. Der lebt tatsächlich noch. Ich versuche nochmal den linken zu schwächen. Extrem viel scheinen die nicht auszuhalten. Okay, einmal schwemmen kann ich gegen die nutzen. So, dann versuchen wir ihn anzuwärmen. Now. 50%. Ich nenne ihn Feusun. Ein Heizungstechniker war klar. Feuerfratze. Diese Monster sammeln die Seelen der Toten ein. Sie sehen zwar heiß aus, aber ihre Flammen werden von Geistern erzeugt und fühlen sich kühl an. Im Kampf greifen sie mit den Feuerkugeln an, ihre Gesichter umkreisen. Wäre dann Eisfratze nicht passender, wenn das kaltes Feuer ist?
Beziehungsweise, wenn es kein richtiges Feuer ist. Bei der Beschreibung her klingt es halt mehr wie Eis. Wo komme ich hier verdammt nochmal raus? Ich komme nicht hoch. Ah, ich habe eine Ecke gefunden, wo ich hochkam. Hier ist ein Brunnen. Ein Reichmacher. Und eine Mini-Medaille. Habe ich dich? Nein, komm her. Let's go, hol uns den Küsser. Ich finde, kreatives Comeback ist so ziemlich eine der nützlichen Fähigkeiten, die existieren, weil sie ständig MP regenerieren. So, ich habe jetzt mal ganz kurz hier einen Stärkeren ins Team geholt. 37%, der hat gerade sogar Schaden kassiert. Schade, den haben wir nicht angeworben bekommen. Das ist ein Blasenschleimkönig. So, der hält doch bestimmt ein bisschen was aus. Ja, dass du der Vergifter an sich bist, das war klar. Ja, probieren wir es mal. 32%, ich glaube, der hält noch ein bisschen was aus. You're one of us now. Königslimu Blub. 429 hatte der. Und ist ein Nervtöter. Von denen hole ich mir eventuell aus eine 1-2. Die Fähigkeiten von denen sind in Ordnung. Könnte ich für die Synthese dann nutzen. Unsere kleine Knutschbacke müssten wir nochmal finden. The Drake in darkness lurketh high upon the mountainside. But for we who would it face, the flower doth shine. Sorry to keep you waiting. Wormsworth is in Grimglow Cave, found further down the mountain path. I'll go ahead and clear the way for you. Klingt doch gut. Ach, mir fällt noch ein. Ich muss den Eintrag lesen. Blasenschleimkönig. Der tödliche Sabberin, dieser Blasenschleimherrscher, sammelt sich zu toxischen Tümpeln. Sie sehen zwar nicht so aus, grübeln aber tatsächlich über alle möglichen tiefgründigen Themen nach. Das Ding da? Die Werte sind auch richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Ach, jetzt könnten wir mal eben kurz hier oben die Ecke erkunden gleich. Aber erstmal versuche ich den da jetzt nochmal anzuwerben. Ja, Leute, ich habe jetzt ein paar Anwerbungsversuche hinter mir. Der wurde wütend, aber ich habe den Küsser jetzt trotzdem hier bekommen. Der schließt sich von seiner Seite aus uns an. Ich habe ihm eine Respektschelle gegeben. Ich war einmal im Turm und habe mal herzhafte Achsen übrigens mal ein bisschen gekauft. Die Knutschbacke. So viele Monster fehlen dann von hier gar nicht mehr.
Nur noch 4 Monster. Beziehungsweise 5, wenn man den Metallschleim mitzählt. Aber den Metallschleim zähle ich nicht mit, weil den kriegen wir momentan eh nicht angeworben. Aber wir haben den Küsser. Diese Schmoller konnten dank eines neuen Lippenstifts ihren Status steigern. Mit giftigen Küssen stehlen sie ihren Opfern die Lebenskraft und das Herz. Sie klauen euch euer Herz, Leute. Bei diesen Kusslippen kann man aber auch nicht widerstehen. Wir wissen ja, einer davon ist ja auch dieser Riese. Also vom Prinzip her sind es eigentlich sogar nur 3, die fehlen. Von denen wir nicht wissen, was sie sind. Den Riesen, den haben wir ja schon mehr oder weniger gesehen. Nur nicht herausgefordert. So, wie komme ich von hier aus jetzt da oben zu dem Ei? Offenbar von hier. Ich denke mal, der Blasenschleimkönig ist nur wegen dem Sonderwetter gerade da. Ah, da ist hier oben viel los. Ich dachte nicht, das Ei war die ganze Zeit da unten. Das Ei war die ganze Zeit hier unten. Ich habe einen Fisch. Ein Barracuda. Den nehmen wir auch einfach Barack. Und haben damit definitiv einen neuen Eintrag, weil ich erinnere mich nicht, einen Fisch gehabt zu haben. Hier haben wir ihn ja, den Barracuda. Riesenfische mit äußerst robusten Köpfen. Die angeblich sogar den Rumpf eines Schiffes durchbrechen können, wenn sie genug Anlauf nehmen. Der Fisch doch nicht. Na gut, ansonsten scheint hier gerade nichts Besonderes rumzulaufen. Ich könnte ja einmal kurz den Riesen zum Kampf herausfordern und instant flüchten. Der war ja hier so in der Gegend. Da, den da meine ich. Ein Gnumesis ist der. Dann haben wir ihn ja zumindest auf unserer Liste drauf. Haben wir den Zauberer? Ja. Warte mal. Der Weg, den ich da gerade in der Mitte zur Verfügung habe, der ist nur zu der Jahreszeit verfügbar. Also bei Herbst entstehen Brücken. Und ich habe wieder irgendein spezielles Wetter. Kurzzeitig gehabt. Ein Wundermittel. Ein Wundermittel ist gut. Damit kann man alles heilen. Und da vorne wartet diese Schummerhöhle, ne? Können uns ja mal ganz kurz noch merken, welche Monster von der Zahl her fehlen. 318, 321, 389. Ich packe mich schon mal aus dem Bild, weil jetzt wahrscheinlich eine Sequenz kommt. This is Grimglow Cave.
where Wormsworth has made his nest. I'm afraid there's something I've neglected to mention. I, too, am a son of Randolfo the Tyrant, though my mother was an elf. We are, in fact, brothers. Oh, how I long to see you, my big brother. I missed you every single day. Do you remember Dolph, by any chance? Our older brother. Well, I can hardly blame you. You were tossed out into the human world at such a young age, after all. They say he's the most powerful being in all of Nadiria right now. Dolph is a shoo-in to succeed the Nadirian throne, which means we'll be taken care of. Taken care of? You don't mean... The story goes that my dear brother here was cast out from Nadiria along with his mother. But in truth, it was his mother who fled with her son from under our father's nose. And who could blame her? Randolfo planned to kill all his children, save the one who would take the throne. Which is why I once dreamed of us working together to defeat Dolph and escape our terrible fate. But what purpose would it serve to spend all our days preparing for war? Wouldn't you rather spend your days with me? In my little paradise. And to sweeten the deal, I promise that if you agree to my terms, then I will lift the curse that prevents you from harming monsters. What? You can really break the curse? Oh, with the greatest of ease. Elf blood runs through my veins just as it does yours. But before that, we must tend to the pressing matter of Wormsworth. Think on it until then, brother. Also, dass er unser Bruder ist, kam jetzt unerwartet. Ja, guck mal, die 321 und ich denke mal, das andere Vieh sind auf jeden Fall hier drin auch vorhanden. Die 318 muss ich draußen suchen. Die ist wahrscheinlich im Winterbrunste. Könnten Sie mich in Ruhe lassen, Herr Pilz? Danke. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden hier den heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal gehen wir dann durch die Schummerscheinhöhle und besiegen Würmwart. Wir haben ja wieder einige Monster heute kennengelernt. Und ein paar davon sind auf jeden Fall sehr gut, zumindest für die Synthese. Also ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.